Bei mir ist jetzt der Andreas Meurer, oder besser bekannt als Andi, der Bassist von den Toten Hosen, der Headliner am Open Air St. Gallen 2017. Andi, willkommen in St. Gallen, wie geht's dir? Mir geht's gut. Ich freue mich auf deinen Abend und überhaupt auf das Festival. Letztes Mal war es sehr, sehr nett hier, insofern sind wir gerne wiedergekommen und wie gesagt, freuen uns auf heute Abend. Deine ersten Berührungen mit Punk, die waren in den USA noch zu jüngeren Zeiten. Wie war das genau? Wie bist du zum Punkrock gekommen? Wie ist das passiert? Ja, stimmt nicht so ganz. Also ich bin aufgewachsen in der Nähe von Düsseldorf und da hatten wir das große Glück, dass es einen Club gab, wo so eine Musik lief. Und ich bin dann später aber nach Amerika zum Austauschjahr gegangen, also als Schüler im Austauschjahr und in Los Angeles eben gewesen und habe da eine Menge amerikanischer Punkbands gesehen, aber auch englische, die da eben gastiert haben. Und das war schon eine wichtige Zeit, eine wilde Zeit. Da waren eben reichlich Bands unterwegs, ob das nur Dead Kennedys war, Black Flag, The Germs, Ramones haben da gespielt, Clash und so weiter und so weiter. Das heißt, man konnte die alle da sehen und das war eben ein Glücksfall, dass ich genau zu der Zeit dann da war. Wie siehst du denn das eben, Dead Kennedys, Black Flag, wie hat sich der Punk verändert? Du kannst das ja vielleicht so ein bisschen einordnen in den Jahren von damals zu heute. Es ist auf jeden Fall so, dass die Musik nach wie vor Bestand hat. Wenn du dir Bands anguckst wie Rise Against, das kommt genau daher. Wenn du dir Bands anguckst wie Green Day, die haben genau sich diese Bands angeguckt und führen das musikalisch auf jeden Fall fort. Natürlich ist das heutzutage in ganz, ganz viele Richtungen aufgesplittet und du kannst das nicht mehr vergleichen mit der Zeit von damals, aber du musst auch nicht unbedingt Musik machen, um Punkrocker zu sein. Und jetzt hier die Show in St. Gallen, zum zweiten Mal am Open Air St. Gallen in den letzten 5 Jahren. Was können die Leute heute für eine Show erwarten von euch? Trotz wahrscheinlich nassem Wetter. Ja, also ich weiß nicht, ob ihr das hier hört. Na, also hier prasselt es gerade runter. Gott sei Dank haben wir ein Dach. Aber das gehört eben auch zu einem Festival dazu. Was willst du machen? So ist es nun mal. Und ich glaube, die Leute hier sind hier mit Gummistiefeln gewohnt rumzulaufen. Und wir freuen uns auf den Abend. Und es wird natürlich schon sowas sein, dass du ein paar alte Hits im Gepäck hast. Aber wir freuen uns eben auch, Sachen von der neuen Platte Laune der Natur zu spielen. Das haben wir jetzt schon bei ein paar Festivals und Konzerten eben ausprobiert. Und das ist immer so der Test, ob die Lieder funktionieren oder nicht, wenn du sie live spielst.